Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial. Ja, wir wollen uns heute um das Thema Lettering und Blending kümmern. Da möchte ich euch einfach mal eine kleine Idee zeigen und ihr könnt natürlich dann wieder euer Ding draus machen und fangen einfach mal direkt an. Wir brauchen wasservermalbare Brush Pens, mit denen wir arbeiten. Wichtig ist auch ein Grauton, dann können wir unser Wort einmal vorschreiben, dann blenden. Verblenden wir quasi mit den wasservermalbaren Farben. Ich habe mir drei ausgesucht. Also unser Wort wird Meerjungfrau sein und das ist so Meerjungfrauenstil. Könnt ihr gerne eure Farben verwenden. Dann habe ich zwei Glitzerstifte. Meine sind jetzt hier von Pentel, die Hybrid. Und da habe ich einmal den schwarzen und den pinken. Der sieht dann auf dem weißen Papier grau aus, ne? Der schwarze. Wir brauchen einen Fineliner und natürlich auch einen Pinsel, das kann Watertank Brush Pen sein oder auch ein dünner normaler Pinsel und etwas Wasser, damit wir dann verblenden können. Wir legen direkt los mit dem Grauton und schreiben erstmal das Wort Meer im Brush Lettering. Das heißt, ich drücke doll auf, gehe nach oben, drücke wenig auf und meine Abstriche werden deutlich breiter als meine Aufstriche. So, hier habe ich das Wort Meer. Mit meiner ersten Brushpen-Farbe gebe ich hier oben auf die oberen Buchstabenteile einfach hier meine Farbe rauf. Wichtig ist hier, dass wir uns wirklich an die Linien halten. Wir können dann aber immer noch mal ein bisschen ausbessern, wenn wir mit dem Pinsel arbeiten. Also es muss jetzt hier nicht ganz akkurat sein. Es sollte aber schon innerhalb meiner vorgeschriebenen Linien einfach sein. Dann haben wir unseren Blauton. Und den setze ich hier wirklich direkt einfach dran. So. Der untere Teil bekommt dann einen pinken Ton. Das sieht jetzt erstmal nicht so spektakulär aus. Wichtig ist jetzt hier unseren Pinsel einmal befeuchten. Aber der darf wirklich nur leicht feucht sein, nicht zu viel Wasser benutzen. Deswegen streiche ich den mit dem Finger immer mal noch mal kurz ab. Und dann ziehe ich mir hier meine Farbe, quasi, also meinen ersten Farbton, in den zweiten. Und das gleiche mache ich dann auch mit dem Blau. Immer mal wieder auswaschen, damit nicht die Farben zu sehr miteinander vermischt werden. So, und dann mein Pinkton hier unten. Den kann ich mir noch ein bisschen hier hochziehen. Jetzt sieht man auch, was ich hier meine, dass man hier noch ein bisschen, wenn die Farbe einmal wieder aktiviert ist, ne, auch wenn ich jetzt hier übermale, dann kann ich einfach hier mit dem Pinsel noch ein bisschen was ausgleichen. Und dann die Übergänge hier schön verblenden. Damit haben wir unsere Brush Pens schon schön verblendet mit ein bisschen Wasser. Jetzt kommt hier noch von mir, und zwar mit dem Fineliner, Jungfrau. Also dann haben wir mehr Jungfrau als ein Wort. Ich versuche, dass es ungefähr hier unter dem Meer drunter liegt. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel einmal so wie so ein Ghost Lettering, ich schreibe mir einfach mein Wort in der Luft, einmal hier, um ungefähr ein Gefühl dafür zu bekommen, von wo bis wo mein Wort reicht. Und dann beginne ich hier einfach
kursiv zu schreiben. Und mit dem schwarzen Glitzerstift werde ich mir jetzt hier noch einen schönen Schatten an dem Wort Meer machen. Und zwar ganz einfach. Hier an der rechten Seite meines Buchstaben gebe ich hier einfach einen Strich, mal dann noch so zwei, dreimal drüber, damit ich hier einfach einen dickeren Strich noch bekomme, damit sich das schön abhebt, mein Glitzer, und auch schön gesehen wird. Ne? Wichtig hier für den Effekt, ne? Das gibt dann so einen dreidimensionalen Effekt, als würde das Wort ein bisschen so vorstehen. Es ist wichtig, hier immer auf der rechten Seite dann zu bleiben. Ist mein Wort schön angetrocknet, nehme ich mir meinen pinken Glitzerstift und kann jetzt hier nochmal so Fischschuppen andeuten. Die Meerjungfrau hat ja an ihrer Flosse auch so Fischschuppen und die werde ich jetzt hier nur auf den unteren Teil, da ungefähr, wo das Pink, wo ich das zarte Pink drauf gemalt habe, und zwar einfach einen Bogen und dann versetzt einen zweiten, einen dritten und dann nochmal in die Mitte und hier ungefähr so hoch. Ja, und damit ist mein Lettering tatsächlich auch schon fertig. So, ich zeige euch jetzt mal hier noch diesen Glitzereffekt. Da sieht man das jetzt hier ganz schön. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wieder ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse, was ihr draus gemacht habt. Und sage bis dahin erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!